schwierig, wie man sich da jetzt verhält. Sina, was machst du? Hilfe! Hi! Hilf mir! Schulmädchenreport, Sina will ihren Lehrer verführen. Oh nein! Das kann was werden. Okay, let's go. Ich laber nicht lange. Los geht's mit dieser Hilfsmir-Folge. Na, hi. Na, alles schick? Ja, alles schick. Na klar. Alles schick? Auch noch nicht gehört. Alles schick. Unbedingt die neue Schuhkollektion zeigen. Alles Gringo. Das ist der Wahnsinn. Das ist schon cool. Aber, darfst du mich eigentlich reinlassen vor Öffnungsbeginn? Na, ich weiß nicht. Klar, wenn du meinst, ne? Okay, diese junge Dame arbeitet hier in diesem Schuhgeschäft und lässt jetzt ihre Freundin vor Eröffnung rein, okay. Ja. Was ist mit deiner Chefin? Ah, bis die Chefin da ist, sind wir schon lange weg. Wir probieren erstmal die Schuhe an. Ja, naja, ich weiß nicht, die sind wirklich alle geil und so, ne? Aber kannst du dir das leisten? Ach, pipapo, leisten hin oder her. Ich weiß nicht. Pipapo, Leisten hin oder her. Ja, wäre gut, wenn man sich die Dinge kauft, die man sich anschafft, auch bezahlen kann. Ja, da würde ich nicht sagen, pipapo. Du hast doch Schulden, oder nicht? Ja, mein Gott, Schulden. Ja, Schulden. Oh. Das ist ja, ich schulde ja nur jemand anderem, was der dir das ausgeliehen hat. Oh nein, also da sind schon wieder Leute, die denken wirklich von 12 bis Mittag, ja. Also die denken wirklich nicht weit. Woher kriege ich schon das Geld? Glaub mir. Ja, wenn du meinst. Merkt aber doch eh keiner. Okay, sie ist die Skeptikerin. Sie merkt schon, okay, da sollte noch mal das ein oder andere überdacht werden. Aber bei der Freundin, die hier unten sitzt, glaube ich, da ist da oben auch wirklich nicht mehr alles so ganz helle, ja? Naja. Oh, geil. Ich finde die so geil. Was die beiden Freundinnen nicht ahnen, Sinas Chefin ist früher als gedacht auf dem Weg in ihren Laden. Ja, das kommt mal vor, dass eine Chefin ein bisschen vor Eröffnung im Laden ist, weil es halt ihr Laden ist und sie vielleicht noch was erledigen muss, wenn man nach dem Rechten schauen will und so weiter. Scheiße, was macht die denn hier, Alter? Ja, kommt vor, dass die Chefin in ihrem Laden ein bisschen früher als gedacht kommt, ne? Ist ja gut. Immer mit der Ruhe. Darf ich bitte schön erfahren, was hier los ist? Das dürfen sie. Doch, oder? Was soll das? Ich zeig ihr die neue Schuhkollektion. Wunderbar. Ja. Haben wir nicht letzte Woche drüber gesprochen? Als du da hinten mit ihr und deinem Typen rumgemacht hast. Nein. Die arbeitet da als Verkäuferin und macht in dem Schuhgeschäft mit dem Typen rum. Willkommen, Leute. Willkommen bei Hilf mir. Falls eure erste Folge oder die erste Reaktion auf ein Hilf-Mir-Video von mir ist, ja, das ist Hilf mir. Genau. Das macht mich aggressiv. Ja? Ich hab dir mehr als eine Chance gegeben. Ein Vorschuss nach dem anderen. Das ist der Dank? Jetzt schulden wir ihrer Chefin. Auch nicht schlecht. Ja. Du bist ständig pleite. Aber letzte Woche, 3 Paar Schuhe, 470 Euro. Das Geld kriege ich noch von dir. Verlass dich drauf. Ist okay. Ich weiß, dass du Schulden hast. Aber vielleicht sollst du dein Konsumverhalten langsam einschränken. Langsamer einschränken und ein bisschen überdenken, Madame. Ja, und sie hört natürlich nicht darauf. Sie ist unbelehrbar. Ja, also direkt feuern. Uns wird es nichts. Laut Schuld. Also die Chefin ist so krass und gibt ihr die Schuhe quasi und die muss sie erst später abbezahlen. Also was ist das für eine chillige Chefin? Die muss ihr gar nichts vorher geben. Atlas 2013. Okay, wir haben ja natürlich Stefan Bartels hier, unser Lieblingsrechtsanwälte. Mal gucken, was der so wirklich Kompetentes dazu abgibt. Denen stehen Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre mit durchschnittlich 8.244 Euro in der Kreide. Dabei fällt auf, dass der Anteil junger 1013 stehen Jugendliche und einschränken, sonst wird es nichts. Laut Schuldenatlas 2013 stehen Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre mit durchschnittlich 8.244 Euro in der Kreide. Was? Hä? Dabei fällt auf, dass der Anteil junger Frauen mit Schulden erheblich stärker angestiegen ist als der Anteil bei den Männern. Durchschnittlich 8.000 Euro, das kann ich nicht glauben. Da weiß ich nicht, ob die das hier wirklich, wirklich aus einem seriösen Report abgelesen haben oder ob die da einfach ihre eigenen Hilf-mir-Sachen da, Statistiken zusammenschustern. 8.000 durchschnittlich bis 25? Also man hat doch schon ein schlechtes Gewissen, wenn man 500 Euro Schulden hat, bei 100 Euro schon. Wie kann man denn 8.000 Euro Schulden haben? Ich hab dir so viel durchgehen lassen. Jede andere Chefin hätte ich sie schon längst rausgeschmissen. Ja, korrekt. Und das ist der Dank, dass ich... Die verdreht ihre Augen. Die verdreht auch noch ihre Augen. ...den Ladenschlüssel ausgehändigt habe. Sina! Die holt den Spiegel raus. Die macht jetzt einen auf ganz hier. Ich höre nicht zu. Na, ist okay. Ich bin maßlos enttäuscht von dir. Ja. Maßlos! Oh, was ist das für eine liebe Chefin, ja, ganz ehrlich.
Du bist fristlos entlassen. Ja. Ist es jetzt angekommen? Ja. Und ich sag dir eins. Du ärgert sich nicht mal. Unbelehrbares Mädchen. Mit dieser Leck-mich-Einstellung. Ja. Da wirst du nicht weit bringen. Richtig. Glaub mir. Korrekt. Und raus hier alle beide. Sehr gut, ist ja gut. Genau das. Damit kommt Cloud jetzt noch. Ist ja auch gar nicht offensichtlich, dass sie das war. Wenn, wirklich, wenn sie gerade die anprobiert hat, die gerade aus dem Laden gehen, sie zurückkommt und dieser Karton leer ist, da wird sie noch richtig Probleme kriegen, weil das ist ja offensichtlich, dass sie die geklaut hat. Und sie will die auch tragen. Okay, vielleicht will sie die auch direkt verkaufen, aber wahrscheinlich wird sie tragen und dann ist es ja, also das ist, vielleicht sind da sogar noch Kameras im Laden, also so dämlich. Ich bin ja wohl die alte Michelle. Komm schnell. Sinas Familie lebt in einer Sozialwohnung und bezieht Hartz IV. Mhm. Das monatliche Budget ist sehr knapp. Große finanzielle Sprünge sind nicht drin. Mhm. Mama, Papa, ich brauch mal ein bisschen Geld von euch. Mama, Papa, genau, Job ist gekündigt, weil du Mist gebaut hast und jetzt erstmal bei den Eltern nachfragen. Ey, das ist schon wieder wirklich, also ich möchte mir hier einfach, ich habe hier Tesafilm extra bereitgestellt und damit möchte ich mir einfach am besten die Ohren jetzt zukleben. Leider reicht das nicht, damit ich gar nichts mehr hören kann. Aber wirklich, bei diesen Hilf-mir-Folgen würde ich am liebsten einfach mal gar nichts hören. Es ist, also wirklich, es ist ein Cringe kaum zu überwinden, zu überbieten. Okay, weiter geht's. Ach, wovon denn? Ja, wovon denn? Sina, du hast doch schon 200 Euro Schulden bei uns. Ja. Ja, nicht oh. Und dann ist... Wenn ich so eine Tochter hätte, ne, ich würde so ein, also wirklich so eine Standpauke halten. Das hat die noch nicht erlebt. Das ist erstmal die Spitze vom Eisberg. Kannst du das versammeln? Die Freundin ist auch überall dabei. Die hört die ganzen privaten Gespräche mit und so. Häuser, Handy, Mahnung, 4.400 Euro. Warum? Schulden. Stöbert ihr in meinen Privatsachen rum? Die hat Handy schon von 4.400. Sina? Sag mal, hakt's? Sina? Hier. Aufwachen. Die sind nicht mehr alle? Wenn du deinen Radiowecker ausmachen würdest, müssten wir nicht in deinem Zimmer rumschnüffeln, wie du das nennst. Das ist trotzdem meine Privatsphäre. Wie soll das weitergehen mit deiner Kaufsucht? Irgendwann wird der Gerichtsvollzieher in unserer Tür stehen und alles beschlagnahmen und pfänden, was ich nie... Da wird gepfändet, ja. Wenn Schulden nicht mehr bezahlt werden können, dann kommt das Inkassobüro und dann wird Sina einfach gepfändet. Aber diese Gefahr, diese Konsequenz sieht sie noch nicht, ja. Nagelfest ist. Sina, guck mal. Das ist das egal. 50 Euro. Davon muss ich leben. Und ihr auch. Kühlschrank voll. Die alten Euroscheine noch. Du kannst von uns, kriegst keinen Cent mehr. Ja. Aber ich brauch keinen Cent. Nee, du hast gerade deinen Job verloren, Mädel. Sina, du arbeitest im Schulan, kriegst 100 Euro. Du hast dein staatliches Kindergeld von 184 Euro, sind 284 Euro. Ist das alles schon wieder weg? 100 Euro im Schuhgeschäft für einen ganzen Monat? Okay, ja. Da gab's doch keine Inflation. Ah, und ich wurde gekündigt. Was? Das ist aber nicht wahr. Also, was? Doch, die gute Sina wurde gekündigt. Sag mal, was ist das für eine Arbeitsmoral? Ja, ihr könnt doch auch arbeiten gehen, Mama. Sag mal, wie stellst du dir das vor? Ich hab Rheuma. Ich hab Schmerzen. Ja, dann geht Papa arbeiten. Na, aber hockt ja auch schon seit 10 Jahren in der Bude herum. Sag mal, wie redest du denn mit mir? Das ist ja wohl nicht zu fassen. Miststück, ey. Das ist nicht zu glauben. Denn er hat seine Tochter Miststück. Also, ich sag ehrlich, also die beziehen ja Hartz IV. Aber warum arbeitet der Vater nicht? Das würde mich auch mal interessieren. Nicht, dass das Faulheit ist. Dann auch schwierig. Nachmittags nach dem Unterricht. Sina und ihre Freundin Michelle haben nur Augen für Sascha Miros, den neuen Referendar. Sascha, Junge! Sascha! Sascha Miros, also wirklich nebenberuflich Referendar, hauptberuflich Playboy, ja? Und also wirklich Player. Und er wird von den Frauen, ja, unter die Lupe genommen. Dann ist das ein Hottie, ey. Auch realistisch, wie die da sitzen. Erst da ist das eine Hottie und so laut reden. Richtig geile Sau. Richtig geile Sau. Eieiei. So, ihr Lieben. Dann sehen wir uns morgen, ja? Eieiei. Ein souveräner Referendar. So, ernst, dass ihr auf den steht? Ja. Vielleicht solltest du dich mal um deine finanzielle Lage kümmern, Sina. Und nicht dich irgendwie mit irgendwelchen Referendaren beschäftigen. Den Schal? So voll der Öko-Free, der Typ. Warte, ich erst im Gegensatz zu dir ein richtiger Kerl. Glaubst du, dass du an den rankommst? Natürlich. Was denkst du denn? Aber wollen wir wetten, Sina, die wird ihm einfach das Geld aus der Tasche ziehen oder ihn beklauen oder irgendwas wird die machen. Aber der Referendar fällt wahrscheinlich drauf rein. Bei so einem Typen hast du ja eh keine Chance. Ja, doch. Wollen wir wetten? Gerne. Okay. Kannst du das? Handyrechnung, Versandhäuser, alles rechnen, das sind... 4.400 Euro. Die Briefumschläge waren übrigens leer, oder? Oder bin ich blind? Die waren doch leer gerade. Wie sollen da Rechnungen drin sein, wenn die leer sind? Schulden. Egal. 500 Euro? Alles klar. Und wo willst du bitte die 500 Euro herkriegen?
Michelle, du weißt auch, bei mir und meiner Familie vergeht noch nie ein Problem. Na, wenn du meinst. Na, dann kannst du schon was gefasst machen, mein Lieber. Alles klar. Jetzt wird um 500 Euro gewettet. Und jetzt macht sie natürlich alles, damit sie diese 500 Euro bekommt. Aber wenn sie die Wette verliert, muss sie auch 500 Euro an den Kollegen bezahlen. Dann macht sie noch mehr Schulden. Alles klar. Okay. Weil der Sascha, der darf das eigentlich nicht. Das ist rechtlich verboten, dass ein Lehrer was mit seinen Schülerinnen hat. Und ja, deswegen kann ich mir da gut vorstellen, dass da der Sascha Nein sagen wird. Tja, na dann bist du. Der darf dann, das nicht. Sina, kommst du bitte nochmal kurz? Ja, muss noch. Ein Gespräch unter vier Augen bei Sina. Wegen deinem T-Shirt, ja. Wir haben da letztes Mal schon mal drüber gesprochen, weil ich mich erinnere bei dir. Einfach mal ein bisschen passender für den Sportunterricht. Das kannst du gerne zum Feiern anziehen, aber. Gerne zum Feiern. Aber nicht zum Sportunterricht. Für den Sport einfach was passenderes, ja. Ein bisschen bedeckter wäre super, ja. Ja. Nächstes Mal einfach dran denken, Sina. Ja. Okay, jetzt sieht Sascha schon ein bisschen stabiler auf jeden Fall aus in dem Engshirt. Ja, nichtsdestotrotz muss der zweite Streifen Tesa auf jeden Fall übers Ohr, damit ich am besten bald gar nichts mehr höre bei der gequälten Kacke, die dabei hilft mir rauskommt. Okay, weiter geht's. Dumm ziehen, ne? Ui! Was kommt jetzt für eine schlechte Masche? Jetzt kommt die todesschlechteste Masche von Sina, die wir je gesehen haben. Was ist denn jetzt passiert? Ja, Sina, was ist denn jetzt gemacht? Wie ist denn das jetzt passiert? Keine Ahnung, ich bin einfach umgeknickt, ich weiß auch nicht. Au. Wo tut's weh, am Knöchel oder wie? Ja, nicht so ziehen und nicht so doll anfassen. Okay, pass auf. Warte mal, ich muss mal eben schauen. Was hat sie jetzt für einen Plan? Okay, jetzt geht sie schon mal ein bisschen auf Tuchfühlung, dass der Sascha sie anfasst. Ja, aber ich kann es bewegen, okay. Tut weh, Mann. Pass auf, ich habe jetzt in der Vision eine Freistunde, Sina. Ich bring dich jetzt zum Arzt und dann guckt er sich das mal an, ja? Ja, also, nee, nicht zum nicht Arzt. Rauszubringen. Warum nicht zum Arzt? Wohin denn sonst? Geht das so, ja? Ja. Warte, stütze dich mal, wenn ich bei mir abzuhören, ja? Der fährt jetzt mit dem Privatauto nach Hause, ruft das die Schulsanitäter oder bringen die... Es gibt doch so ein Sekretariat damit so in der Schule oder nicht, in jedem Dings, mit einem Sanitäter, weil sich ja irgendwie jeden Tag irgendwelche Schüler verletzen, weil die halt umknicken oder sowas. Jetzt fährt er die im Privatauto nach Hause. Nicht mal ins Krankenhaus. Aber Sascha, du bist auch eine dämliche Nuss, das ist ja nicht mehr zu fassen. Was? Am ich hab ihn gleich. Vorne rechts. Alles klar, okay. Ich hab ihn gleich. Haltet schon mal das Geld bereit. Heute ist Zahltag. Schlechte Gegend, ja. Sie schreibt dem Alex schon direkt eine SMS. Bro, du hast gar keine Beweise. Du bist doch noch ganz weit davon entfernt. Das ist der will dir helfen in erster Linie. Freunde, mal kurze Grüße, bevor es weitergeht. Grüße raus an die Magex, an das Kanalmitglied Silvan Zuta, an II, an mir 1234 und den ersten Kommentar im letzten Video hat Kekso 1199 geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch gewusst werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar oder sei im nächsten Tag im. Rein im Kommentar oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar. Was ist denn los? Mike, hast du das Geld genommen? Natürlich nicht. Das Geld ist raus. Das ist doch hier, ist das berlinerisch oder ist das. Nee. Ich kann nicht einkaufen gehen. Der Kühlschrank ist leer. Ich hab grad reingeguckt. Ich wollte einkaufen. Reine Jux. Das kann nicht sein. Ist das Kölsch? War das Kölsch oder berlinerisch? Das muss Sina gewesen sein. Wer sonst? Was mache ich denn jetzt? Ist alles okay da bei dir, PC? Ja. Der hat Dings. Da ist so ein Kabel, der kommt in meinen Ventilator rein und das. Ich erschrecke mich da immer. Die kriegt kein Kindergeld mehr. Ende vorbei. Das kann sie nicht machen. Die muss ihre Schulden erstmal abbezahlen. Das geht so nicht weiter. Wir können da gar nicht mehr leben. Nee. Nee, aber ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann nicht einkaufen gehen. Zur gleichen Zeit. Gar kein Geld mehr. Nix auf Tasche, nix auf Konto, nix am Bargeld. Aber da muss jetzt auch mal hier Sina jetzt mal echt, Sina ne? Sina hat ihr Ziel fast erreicht. Wird sie ihren Referendar rumkriegen? Ja, aber also, sie sind, ist doch noch weiter. Er will ihr helfen in erster Linie. So, dann sind wir da. Mhm. Soll ich dir jetzt noch helfen mit deinem Fuß? Das ist wahrscheinlich nicht so einfach jetzt, ne? Nö. Alles cool. Okay. Nö. Ui. Sina. Sina. Hallo, Sina! Dann nicht beim Referendar Sascha! Hallo, was soll das? Sie küssen? Ich bin dein Lehrer, spinnst du? Ja. Na und? Richtig. Ich weiß das nicht. Nein, nimm die Hand. Gut reagiert, Sascha. Nein, Sina, das geht nicht. Sina, nein. Nein, du gehst jetzt sofort. Ja, ja. Hey, du sag mal, hast du die ganze Sache mit deinem Fuß einfach nur geplant, oder? Ah, ja, Sascha, der Blitzmerker. Könnte sein, dass sie das gefaked hat, ja? Der Blitzmerker. Ja, aber ich weiß, dass sie auf mich stehen. Ja, wie, nein, das geht nicht. Weiß, dass sie auf mich stehen, oder? Sina, das würde ich nicht so behaupten. Nein,
Sina, du gehst jetzt bitte sofort aus dem Auto raus. Da ist die Türklinke, sofort. Aber raus jetzt, oh, Dali. Gott, so, ey, abfahren. Sie haben sich wirklich affisch, ey. Mann, der will nichts von mir, der lässt sich nicht anfassen, ey. Was geht denn bei dem ab, ey? Also. Davon abgesehen, dass selbst wenn er nicht dein Lehrer wäre, das auch seine freie Entscheidung ist, ja? Eine Stunde später. Ui, Sina, das wird teuer. Das wird teuer. 500 Euro weitere Nach Schulden. Nach der Abfuhr ist Sina komplett verzweifelt. Ja. Wie soll ich denn jetzt vor Alex dastehen, Mann? Das ist mir peinlich. Oh Mann. Peinlich? Peinlich ist doch jetzt das zweite Problem. Das erste Problem ist, dass du jetzt 500 Euro Schulden hast bei dem Alex. Ja, Mann, was anderes als die Wette, verdammte Scheiße, ja? Kümmer dich um deinen Abschluss. Ja, echt. Das könnte mich aufregen, wirklich. Sag mal, kann das wahr sein? Deine Ex-Chefin hat mich gerade angerufen. Du hast ihr Schuhe geklaut. So, Freunde, ich kann jetzt schon echt weniger hören. Das ist super, ja. Also, das ist wirklich super. Es war der Grund, warum du rausgeflogen bist, ne? Rausgeflogen? Ja, guck nicht so. Die hat einen leeren Schuhkarton gefunden. Das kannst nur du gewesen sein. Ja, aber die hat doch gar keine Beweise, die Alte. Und Schulden hast du auch noch, Assi. Fräulein, das klärst du und zwar ganz schnell. Ja, richtig. Abgesehen davon, 200 Euro... Die braucht mal einen dringenden Einlauf. Eine dringende Standpauke, meine Damen und... Sorry, PC. Plus 40, die wollen wir so schnell wie möglich wieder kriegen. Mhm. Sag mal, schämst du dich nicht, die letzten 40 Euro, die wir haben, einfach wegzunehmen? Den Eltern zu klauen, die dich großgezogen haben, ja, die dafür gesorgt haben, dass du Essen auf dem Tisch hattest. Wovon sollen wir jetzt essen? Was sollen wir leben? Ja. Du spinnst ja, Top sitzt nicht gut, ja, erstmal richten. Eine Diät halt, mein Gott. Sag mal, du stickst aber nicht ganz richtig. Hol Geld ins Haus. Ja, woher soll ich das Geld nehmen? Soll ich mir kranken Geld scheißen? Vielleicht weniger Schulden machen, nicht klauen und wieder arbeiten gehen. Ganz einfach, Sina. Da guckst du an, du hast hier ein Vermögen zu liegen. Guck hier, nimm das. Hör doch auf, das sind meine Klamotten. Das musst du jetzt verkaufen. 70 Euro? Sag mal, wo hast du denn das Geld hier? Sag mal, was ist denn hier los? Ihr müsst da mal an die Nachbarn denken. Bleib du draußen, das hat sich erledigt für dich. Du musst dich ganz schnell auf den Hintern setzen und Geld verdienen. Richtig, musst du mal. Hast du mich verstanden? Also, wie gesagt, hat er recht, dass sie was tun muss? Andere Frage, was ist denn mit ihm? Warum arbeitet er seit 10 Jahren nicht? Also, würde mich auch mal interessieren. Nur aus Interesse. Ja? Doch Sina gibt nicht auf. Am nächsten Tag hat sie einen Plan, wie sie schnell an das Geld kommt. Sie will den Referendar nach Schulschluss in die Falle locken. Ah, sieht man auch gar nicht, das Handy mit dem Mikrofon. Da war ein Mikrofon angeschlossen, so ein kleines. Wie lange noch? Ich komm gleich. Ich muss noch was mit Herrn Rus besprechen. Okay, ja, beeil dich bitte. Ja, mach ich. Was ist jetzt ihr Plan? Oh, da kommt er. Du wolltest mich noch sprechen, Sina? Ja, ich wollte das mit. Du wolltest mich noch sprechen? Nachdem da was im Auto passiert ist. Der Sache im Auto ein bisschen vergessen. Das war doof. Ja, ein bisschen vergessen ist doof. Also, gut, dass du jetzt noch sagst, es war echt eine Scheißaktion. Ja, ja. Um es mal ganz klar zu sagen. Und wir machen einfach einen Schwamm drüber. Ich will auch gar nicht groß noch Worte drüber verlieren. Und genau. Damit ist die Geschichte für mich gegessen, ja? Okay. Das war's dann. Ich weiß, dass ich stehen drauf. Hallo? Was soll das denn jetzt? Ich stehe doch drauf, weiß ich doch. Sina, sag mal, hast du den Schuss nicht gehört? Ja, sag mal, Sina, hackt's oder was? Hast du einen Schuss nicht gehört? Aber ist denn nicht mehr ganz dicht oder was? Also, vor allem, wie will sie das Video wirklich vor Alex zeigen? Möchte sie denn da einen Cut machen? Weil man sieht ja auf dem Video eiskalt, dass der das nicht will. So, der macht dann so und dann Video beendet. Ja, okay. Mhm. Sagt sie vielleicht, Aufnahme ist dann abgebrochen oder so. Vielleicht, wenn der Alex richtig hohl ist, dann glaubt er das. Jetzt kommst du wieder mit Sondernummer. Sie haben ganz ehrlich, du wolltest dich gerade noch entschuldigen für gestern und dann jetzt sowas. Sie haben mich begrapscht. Ganz bestimmt nicht. Oh doch. Sina, hör auf mit diesem Scheiß. Ja. Ich kann es auch anders machen, mein Lieber. So armselig. Ein wunderschönes Video gerade gedreht, wie Sie mich begrapschen. Ja. Du bist nicht mehr zu retten, Sina, weißt du das? Boah, das ist hart, ja? Das ist richtig eklig. Sina, du bist ein richtiges Mischstück. Ein richtig ekliges Mischstück, ja? Hör mal auf mit so einer Kacke. Hör auch mal auf, hier zu klauen, andere Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und, sondern krieg mal dein Leben ein bisschen auf die Reihe. Das ist ja, also wirklich, das ist ja wohl das Absonderlichste, was ich hier gesehen habe. Ja, entweder 1000 Euro Schweigegeld oder dieses Video landet beim Direktor und sie sind raus. Naja, sofort ist er nicht raus. Erstmal gibt es vielleicht einen Gerichtsprozess etc., weil er muss sich ja erklären können. So. Das kann ja genau so gewesen sein, wie es auch gewesen ist. So, ne? Das kann ja nicht wahr sein gerade, ne? Siehst du das? Ist ja nicht,
Dann mach das gern. Wenn du meinst, dass du damit durchkommst, dann zieh halt deine Nummer durch. Mhm. Natürlich. Richtig. Ganz richtige, ehrlich, mir ist es egal. Mach das. Richtige Reaktion. Ja. Ich wäre jetzt an seiner Stelle, wäre ich schneller beim Rektor und würde schon darüber reden und sagen, dass die Sache. Oder. Na, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Schwierig, wie man sich da jetzt verhält. Sina, was machst du? Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Hilfe! Sina, hast du den Schuss nicht gehört? Oder? Wie siehst du denn aus? Oh nein, warte mal, ist die eingeweiht? Mach die jetzt mit, ist die eingeweiht? Ist die eingeweiht oder denkt sie jetzt wirklich, dass... Hallo? Das ist überhaupt nicht so, wie es jetzt gerade aussieht. Ey, wie pervers das, sind Sie denn? Was? Das glaubst du jetzt, Michelle, das glaubst du nicht etwa. Das ist so eine miese Schauspielerin gerade, hallo? Wie können Sie denn eine Schülerin... Sascha, jetzt hör auf, die Tare zu rechtfertigen. Bro, geh da einfach weg. Also da würde ich einfach jetzt weggehen, weil das macht gar keinen Sinn. Also, boah, das macht mich richtig salzig. Das macht mich richtig sauer. Also, bah! Bah, was für Untermenschen. Sie hat sich selbst das T-Shirt zerrissen. Natürlich. Warum sollte ich das... Bro, hör auf, dich zu rechtfertigen, Mann. Tun. Weil sie du hast nichts falsch gemacht, Rudi. Verdammt nochmal. Nee, Sina, wir müssen sofort die Polizei rufen. Das glaube ich ja gerade nicht. Das glaube ich nicht. Ja, dann ruf die Polizei. Ganz gehen ehrlich. Sie gehen Sie bloß diese Situation weg. Wird keiner, das wird euch ja. keiner glauben. Ja, ruf doch die Polizei los. Wo bin ich denn hier? Keine Polizei. Wieso keine Polizei? Nicht jetzt. 2 Stunden. Ja, die glaubt, die ist nicht eingeweiht. Die denkt das halt wirklich, dass der später. Sie angefasst hätte. Wenn Referendar Sascha sich erpressen lässt, kann Sina mit den 1000 Euro endlich wieder shoppen gehen und muss dafür nicht ab. Diese Siri-Stimme. Kann Sina mit dem Geld endlich wieder shoppen gehen. Anstatt erstmal Schulden, also erstmal Schuhe zurückbringen, Schulden begleichen, ja, und eine neue Arbeit suchen, Sina. Ja, und die 1000 Euro auch erstmal, dass du ein bisschen auch mal was in petto hast. Die gibt das direkt wieder für Klamotten aus. Also, das Leute wirklich mit so einem Konsumverhalten. Arbeiten. An die Tilgung ihrer Schulden. Oh ja, guck mal, wie er ist auch unauffällig. Er geht so auf sie zu. So. Bro, halt dich jetzt von der Fern, die ist gefährlich. Du musst dir hier gar kein Schweigeld, weil du hast doch gar nichts gemacht, Sascha. Du hast doch gar nichts gemacht. Denkt sie dabei nicht. Du musst dich ganz schnell auf den Hintern setzen und Geld verdienen. Hast du mich verstanden? Da bist du endlich. Ja, da bin ich. Mhm. Hast du das Geld? Ja, das habe ich, Sina, aber ich bin echt fassungslos, dass du wirklich so weit gehst. Mhm. Der zahlt dir jetzt echt 1000 Euro, ne? Also jetzt werde ich richtig salzig. Okay, jetzt tut mir auch Sascha, kann mir auch einfach nur leid tun. Also das ist doch auch so dämlich, Junge. Du hast doch nichts verbrochen. Denn geh in den Prozess und so, die, also am Ende, ey, du hast, aua, Mann. Nimm das Geld jetzt. Steck das einfach ein bisschen weg hier und ich will das nicht, dass es irgendjemand sieht. Ja, dafür seid ihr, also habt ihr auch echt geheim gemacht, mitten in dem öffentlichen Park. Die echt, also macht ihr super. Ist ja in Ordnung. Ich kann es immer nicht glauben, dass du wirklich so skrupellos sein kannst, dass du wirklich durchziehst. Tja, ist halt so, oder ne? Nichts gelaufen ist. Ganz ehrlich, damit ist die Sache jetzt gegessen. Zufällig geht die allerbeste Freundin direkt bei denen vorbei. Ganz zufällig. Diese Zufälle bei hilft mir, ne? Was kommt jetzt noch? Was kommt jetzt? Wohin oder her? Okay, sie ist unauffällig weitergegangen, ja. Sie hat etwas für sich behalten, die geht nicht... Morgen möchte ich 1500 Euro sehen, sonst landet dieses wunderschöne Foto auf dem Rechner vom Direktor und... Wo soll ich denn das Geld herhaben? Dein Job los, das ist mir scheißegal. Sina, das wirst du schön bleiben lassen. Such dir einen Nebenjob, mach was anderes. Morgen, bis morgen hast du Zeit. Eieiei, Freunde, eieiei. Also wirklich, endlich ist das Ding vorbei. Jetzt kann ich die Klebestreifen auch von meinem Ohr abnehmen, weil jetzt kann ich, höre ich mir gerne wieder andere Sachen an. Aber den Mist, den kann ich mir nicht weitergeben. Freunde, das war's mit Schulmädchenreport. Sina will ihren Lehrer verführen, ja. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr noch hier mal gegangen seid. Das könnt ihr auch hier könnt ihr mein Instagram abonnieren. Hier könnt ihr 2 andere coole Videos abchecken. Macht das gerne und dann sehen wir uns morgen oder die Tage bei einem neuen Video. Danke fürs Anschauen, haut rein, euer Emma.